Ich wollte noch ganz kurz was dazu sagen, und zwar, ja, mir wird immer mehr bewusst, dass ich auch sehr viele falsche Dinge im Internet gepostet habe oder geteilt habe. Dass ich, wenn ich jetzt mal darauf schaue, zum Beispiel dieses Video, da habe ich in der Sekunde gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte einfach irgendwie ein cooles Video haben, was möglichst viel Aufmerksamkeit gibt. Und dadurch wurden halt auch oft so Dinge wie Privatsphäre oder so außen vor gelassen. Ja, man muss halt, glaube ich, so diesen Grat zwischen Job und Privatsphäre noch finden. Und den habe ich oft nicht gefunden. Boah, meine Stimme ist immer noch ziemlich am Ende, aber mir geht schon deutlich besser. Ja, ich muss jetzt los zum Notar. Ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, können wir sehr gerne mal ausführlicher drüber sprechen. Ich wollte gerade anfangen zu sprechen, weil ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und es war natürlich sofort mit einer Panikattacke verbunden. Und ja, ich glaube, im Stehen ist das ein bisschen besser. Erst einmal wollte ich mich ein bisschen zurückmelden und ja, es wird einfach mal Zeit. Kraft zum Duschen und so weiter kam dann auch irgendwann mal. Und das Gute ist, dass ich ganz, ganz viele, 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 viele Termine habe, neue Termine, Dinge, die ich jetzt natürlich erledigen muss. Und ich wollte einfach erstmal Danke sagen. Ihr habt ganz, ganz, ganz viel an mich gedacht und auch viele Geschichten von euch, die wirklich unglaublich interessant sind, wo ich so sehe, die Leute, die mir folgen oder die mich verfolgen, das sind alles unglaublich starke, unabhängige, wunderschöne Frauen. Also was ihr alle durchgemacht habt, ist es unglaublich. Ich danke euch wirklich für euer Vertrauen, für eure Liebe, für alles, was ihr für mich getan habt, egal ob es nur irgendwelche Kommentare waren, die ihr irgendwie verteidigt habt oder ich weiß es nicht, natürlich gibt es immer Pro und Contra in der Öffentlichkeit zu stehen oder in der Öffentlichkeit irgendwelche Dinge durchzumachen, was auch immer. Aber ich habe so viel Kraft geschöpft von diesen Frauen hier, die, es ist unglaublich, es hat sich angefühlt wie eine wirklich so eine Gemeinschaft und ich habe das Gefühl, dass der Feminismus immer weitergeht und auch vor allem, wie Frauen andere Frauen verteidigen und so weiter und das finde ich so wunderschön hier auf meinem Profil. Ich möchte niemals, dass es hier Hate gibt, egal gegen wen. Ich finde sowas absolut unmöglich und ich glaube, das wisst ihr, dass ich das absolut nicht toleriere. Ich verstehe, dass da ganz, ganz, ganz viele Fragen sind und dann macht irgendjemand, stellt irgendwas, irgendeine Theorie auf oder faked irgendwas oder ich weiß es nicht und dass man sich schnell beeinflussen lässt vom Internet. Ich bin immer der Meinung und war auch immer der Meinung, dass mein Privatleben, das richtig Private nicht in die Öffentlichkeit gehört und falls man was gezwungenermaßen wirklich öffentlich machen muss, dass da irgendwie, dass man da gut drüber nachdenkt und so weiter und dass man da auch irgendwie sich Zeit lassen sollte. Und ich bitte euch einfach nur, niemanden zu hassen, niemanden. Ich weiß nicht, ich wünsche mir einfach nur Liebe. Ich wünsche mir von jedem Menschen einfach nur Liebe und ich wünsche euch Liebe und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich würde natürlich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gut geht. So ist es natürlich nicht. Aber ja.
Mir haben eure Geschichten viel geholfen und was ihr so durchmacht, was euch angetan worden ist von Menschen, die ihr geliebt habt, hat oder die ihr noch immer noch, die ihr immer noch liebt. Entschuldigung, ich bin sehr unkonzentriert im Moment. Ich merke das selber, dass ich viele, viele Dinge vergesse. Also es ist ganz verrückt. Mein Kurzzeitgedächtnis ist komplett im Arsch. Ich weiß nicht. Das wird wieder und es ist auch in Ordnung. Und ja, gestern war, ich weiß, viele von euch glauben nicht daran. Ihr wisst, ich glaube daran. Gestern war der Vollmond, Sonnenfinsternis und so weiter. Also perfekt zu manifestieren. Ich hoffe, ihr habt es alle gemacht und habt positive Dinge für euer Leben manifestiert und vor allem Gesundheit und Liebe. Ich bin auch die Letzte, die wegen sowas Aufmerksamkeit haben will, wenn ich sage, mir geht's absolut nicht gut oder keine Ahnung, aber ich glaube, dass wenn ich irgendwie erzähle, zum Beispiel das mit den Panikattacken, das hat so vielen Menschen geholfen. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht, wenn eine Person des öffentlichen Lebens darüber spricht, Panikattacken zu haben oder wirklich, wirklich absolute Herzschmerzen hat und unglaublich traurig ist, dass man, manchmal braucht man das, dass man merkt, man ist nicht alleine mit solchen Gefühlen. Und ja, ich bin immer ehrlich und ich teile meine Gefühle, ob es dem manchen gefällt oder nicht. Ja, es war auf jeden Fall verrückte 2 Wochen und ich versuche, ja. Und was mir jetzt klar geworden ist, was für eine unglaublich tolle Familie ich habe. Also nicht, dass ich das schon vorher wusste, dass meine Geschwister, meine Eltern und meine Freunde, die ich zu meiner Familie zähle, die besten auf der Welt sind. Aber ja, es ist mir auf jeden Fall, also ich bin da wirklich, das ist das Einzige, was wirklich zählt. Mit Gesundheit natürlich und ich bin den allen wirklich unglaublich dankbar. Ich glaube, es waren auch für die sehr anstrengende 2 bis 3 Wochen, ich keine Ahnung mehr, mein Kopf ist völlig durch und ja, für die muss das auch irgendwie hart gewesen sein und da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar für und ja, ich muss jetzt auf jeden Fall los. Und ich habe jetzt auf jeden Fall Termine, muss los und Dinge, die ich jetzt umsetzen kann, darf, will. Und ich freue mich sehr, euch davon zu erzählen. Ich habe dabei sehr an euch gedacht. Wirklich, also bei allen der vielen Themen, die uns vielleicht allen wirklich gut helfen könnte und in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und eine Sache ist mir noch ganz, ganz, ganz wichtig, die möchte ich, dass ihr euch die zu Herzen nimmt, denn ich möchte, dass egal was ich hier sage oder was in Zukunft passiert, was ich tue, nichts von all dem, was ich mache, ist irgendwie, um irgendjemanden zu schaden. Ich möchte niemanden schaden, ich möchte nicht, dass ihr meine Worte umdreht und sagt, sie hat das und das gesagt wegen dieser und dieser Sache. Ich möchte nur Seelenfrieden und glücklich sein und mich nie wieder so fühlen, wie ich mich gefühlt habe oder wie ich mich fühle. Ich möchte einfach wirklich, ich möchte niemanden schaden. Ich hoffe, ihr respektiert das. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Bitte, bitte dreht nicht meine Worte im Mund um oder verdreht meine Taten oder versucht irgendwie irgendwas Böses draus. Versucht bitte nichts, nichts, nichts Böses draus zu machen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich würde niemals jemanden schaden wollen. Ich möchte niemals jemanden absichtlich, vor allem nicht vorsätzlich oder absichtlich verletzen oder wehtun. Das ist das Allerletzte. So bin ich nicht. Ich bin 27 Jahre alt. Ich bin eine erwachsene Frau. Und ja, ich möchte, dass ihr das wisst und respektiert. Und das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen.